Mehrstufige lineare Produktionsprozesse sind ein schönes Beispiel für die Anwendung der Matrizenrechnung. Hier eine typische Aufgabe, können Sie sich in Ruhe durchlesen. Wir wollen dann zunächst mal den Umsatz berechnen. Endprodukte sind als Spaltenvektor gegeben. Der Preis der Endprodukte ist als Spaltenvektor gegeben. Wie kommen wir zum Umsatz? Dazu müssen wir einen Spaltenvektor transponieren. Nehmen wir mal den Preisvektor, den wir transponieren. Transponieren heißt, was vorher gerade stand, fällt entgegen dem Uhrzeigersinn um zu einem Zeilenvektor. Zumindest kann man sich das so intuitiv vorstellen. Und dann hat man eben eine Zeile und zwei Spalten, und einen solchen Zeilenvektor kann man dann multiplizieren mit einem Spaltenvektor, der eben zwei Zeilen und eine Spalte hat. Dann ergibt sich ein 1 mal 1 Vektor oder ein Skalarprodukt. Und wie kommen wir zum Ergebnis? 80 mal 4. Erstes Pärchen gibt 320 plus 100 mal 2. Zweites Pärchen sind 200, 320 plus 200 ergibt 520. Das wäre dann unser Umsatz. 520 ist eine Zahl, das sogenannte Skalarprodukt. Die Berechnung der Kosten ist dann schon etwas komplexer. Wir haben also drei Produktionsfaktoren, F1, F2, F3, die gemäß der Produktionskoeffizienten A, die in der Matrix A abgebildet sind, zu Zwischenprodukten Z1, Z2 verarbeitet werden, die wiederum gemäß der Produktionskoeffizienten, die in der Matrix B zusammengefasst sind, zu Endprodukten E1, E2 verarbeitet werden. Das ist die Produktionsverflechtung, die dieser Aufgabe zugrunde liegt. Damit ergibt sich für die Kosten der transformierte Spaltenvektor multipliziert mit der Koeffizientenmatrix A, multipliziert mit der Koeffizientenmatrix B und multipliziert mit dem Spaltenvektor E. Das kann man ausrechnen. Warum kann man es ausrechnen? Hier haben wir eine 3 mal 2 Matrix, die wird multipliziert mit einer 2 mal 2 Matrix. Das funktioniert. Anzahl der Spalten stimmt überein mit Anzahl der Zeilen. Es kommt raus eine 3 mal 2 Matrix. Machen wir die jetzt erstmal im ersten Schritt. Es kommt also diese 3x2 Matrix heraus. Wie geht das jetzt im Detail? Ja, erste Zeile wird multipliziert mit erster Spalte. 6x2 gibt 12 plus 2x4 gibt 8. Also erstes Pärchen plus zweites Pärchen. 12 plus 8. Gibt 20, haben wir hier. Zweite Zeile multipliziert mit der ersten Spalte. 4 mal 2 gibt 8 plus 4 mal 4 gibt 16. 8 plus 16 sind 24, haben wir hier. Wir nehmen die dritte Zeile, multiplizieren Sie mit der ersten Spalte. 2 mal 2 gibt 4 plus 6 mal 4 gibt 24. 4 plus 24 sind 28, ist hier unser dritter Wert. Und das gleiche können wir dann machen mit der zweiten Spalte. Erste Zeile multipliziert mit der zweiten Spalte. 6 mal 4 sind 24 plus 2 mal 2
sind 4, sind also 28, 28 in der zweiten Spalte. Und zweite Zeile, zweite Spalte, 4 mal 4 gibt 16 plus 4 mal 2 sind 8, 16 plus 8 sind 24, sind also 24. Und dann die letzte, dritte Zeile, 2 mal 4 sind 8 plus 6 mal 2 sind 12, 8 plus 12 sind 20, sind also hier 20. Eine 3x2-Matrix kann man mit multiplizieren mit einem 2x1-Spaltenvektor. Anzahl der Spalten passt zusammen mit Anzahl der Zeilen und es kommt, wie man sieht, ein 3x1-Spaltenvektor raus. Wie sieht der aus? Ja, das ist der 3x1-Spaltenvektor 136, 144 und 152. Wie komme ich zu diesen Werten? Erste Zeile multipliziert mit dem Spaltenvektor. 20 mal 4 sind 80 plus 2 mal 28 sind 56. 80 plus 56 sind 136. Zweite Zeile multipliziert mit dem Spaltenvektor. 4 mal 24 ergibt 96 plus 2 mal 24 ergibt 48. 96 plus 48 ergibt 144. Und dritte Zeile mit dem Spaltenvektor multipliziert. 4 mal 28 ergibt 112 plus 4, 2 mal 20, 40, 112 plus 40 sind 152. Dieses wiederum jetzt multipliziert mit einem 1 mal 3 Zeilenvektor. Das kann man multiplizieren. Zahl der Spalten entspricht Zahl der Zeilen und es kommt raus ein 1 mal 1 Vektor oder eben ein Skalarprodukt. Und wenn man jetzt hier richtig multipliziert, dann kommt 1760 heraus. Das sind die Kosten und dementsprechend ist dann der Gewinn. Umsatz war ja 520, Kosten 1760, es kommt also ein Verlust raus von 1240.